gemacht wird, Mensch. Seit Wochen redest du rum, merkst du nicht, dass es überhaupt nichts bringt? Das brauchst du mir doch nicht zu erzählen, dass das Unsinn ist mit 8 Uhr. Aber hab doch mal ein bisschen Geduld. Ich muss da erstmal mit dem Sindermann reden können und dem ganzen Verein. Geduld. Mensch, Geduld, Geduld. Das erzählst du uns schon ewig, du Bauer. Okay, dann gehen wir halt wieder in die Einkehr. Genau. Oh, ja, ja, das ist einfällt. Ich weiß doch ganz genau, was für ein Scheiß in der Einkehr. Mann, bin ich K.O., diese Scheiß-Pulsche. Was willst du mir nach Hause, hä? Spinnst du? Ich will heute noch tanzen gehen. Doch, doch, doch. Hey, das ist doch der Kalle. Was hat der für ein Schnitt denn? Hey, Kalle. Servus. Servus, Bulli. Servus, Kalle. Sag mal, ich hab gemeint, die haben deinen Führerschein genommen. Servus, kann schon sein. Ist der von deinem Alten da? Hat der einen neuen oder wie? Nö. Ich übe Frau Kübel. Stark. Sag mal, dein Vater merkt es nicht, wenn du ohne Führerschein fährst? Mein Gott, das ist doch wurscht. Scheiß drauf, ne? Na, wurscht ist das nett. Da kannst du ganz schön reinrasseln. Sag mal, wir eine Stehparty oder was? Gehen wir doch rein. Sag Erich, lass mal 3 Bier rüber, was? Hey, wieso nur 3? Wieso mehr? Du wolltest doch noch einen austun, weil sich beim Bund nicht verhalten. Ja, oh, 15 Monate, ja? Die hätte ich auch noch gelesen. Hey, Bulli. Bulli, ganz nass. Aber erzähl mir doch mal, wie sie dich da wieder rausgelassen haben. Den Trick möchte ich gern wissen. Dann muss man ein paar Jahre auf dem Bau arbeiten, Junge. Dann ist seine Wirbelsäule am Arsch. Komm, gib mal ins Bier her. Mit der Ruhe, meine Herren. Hier. Ja. So, ran mit Duski. Was ist denn da? Hier. Der Jugendtreff wird hier nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Wir sind doch alle froh, dass es ihn gibt. Das ist eine solche Augenwischerei. Das ist doch genau der Punkt. Mit der Entscheidung, den Treff um 8 Uhr abends zu schließen, stellt man ihn grundsätzlich in Frage. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Welchen Sinn hat ein Jugendtreff, der um 8 Uhr geschlossen wird? Aber man tut so, als wäre alles in Ordnung. Das ist eine solche Heuchelei. Nein, nein, das dürfen Sie mir nicht unterstellen. Ich habe mich immer für unseren Jugendtreff eingesetzt. Aber was soll ich dem Beirat antworten? Es ist doch leider eine Tatsache, dass sich die Anwohner immer häufiger über den Lärm durch unsere Jugendlichen beklagen. Wir haben gebeten, gemahnt, immer wieder. Ohne Erfolg. Jetzt haben sich die anderen durchgesetzt. Die Jugendlichen sind doch nicht unschuldig an dieser Entscheidung. Es tut mir ja selbst leid. Ja, uns auch. Die Situation wird sich in absehbarer Zeit ohnehin verändern. Ich habe es Ihnen noch nicht sagen können, aber unser Stadtviertel ist als Sanierungsgebiet ausgewiesen und man plant da unter anderem auch ein Kulturzentrum zu bauen. Ja, das wissen wir bereits. Ich habe uns auch schon angemeldet beim Stadtbauamt. Das ist ein Programmpunkt auf unserer nächsten Beiratssitzung. Der zuständige Referent wird übrigens anwesend sein. Aber bis dahin haben wir die Pläne bereits gesehen. War wohl nichts. Nee, ich kann kein Whisky brauchen. Trinkt doch keiner mehr. Kommst aber nie wieder so billig dran. Ich glaub, aus einer Konkursmasse. An Schnaps habe ich bei der Bestellung keinen Whisky. Tut mir leid, du bist vielleicht ein Arschloch. Ich trage das ganze Risiko und jetzt lässt du mich hängen. Na, hör zu, ich will dir mal was sagen. Ich krieg meinen Schnaps auch woanders her. Auf dich bin ich nicht angewiesen. Ist dir das klar? Jerry, was ist denn los? Bisher sind wir immer ganz gut miteinander ausgekommen, oder? Also gut. Für 8 Mark kriegst du die Pulle, okay? Nee, ist nix. Schmann, ich brauch das Geld, verdammt. Von irgendwas muss ich doch leben. Ich such dir doch einmal einen anständigen Job. Du bist vielleicht ein Komiker. Bist du schon mal aus dem Knast gekommen? Da kriegst du doch keinen Job, Mann. Also komm, was ist? Naja, 5 Mark, aber nur weil du es bist. Okay. Schatzspiel.
Was hast du schon wieder mit dem Erich zu bequatschen? Ja, mein Bier. Martin sagt dir alles. Wenn du wieder krumme Dinger drehst, dann ist es wirklich aus. Was ist denn los? Erich, das Bier! Ja, es ist schon unterwegs. Na, Kinder, was sagt ihr? Seid ihr in einem Schuppen auf, immer so voll bedient worden? Ist das hier eine Kneipe oder nicht, ja? Also halt Maul. Spitzzeug, bloß nicht so auf. Du, Erich, pass auf, du, wir können auch woanders hingehen. Ja, ich lass uns doch nirgends mehr wo rein, Alter. Hey, das glaubst doch bloß du, du Wichser. Wir kommen überall rein, wo wir rein wollen. Ja, und in eurem Jugendtreff haben sie euch doch auch abserviert, oder? Serviert. Wenn wir lange nicht mehr aufgeräumt, wird mal wieder Zeit, hä? Genau. Was Besseres fällt auch nicht mehr ein, was? Du Arschloch, hä? Abserviert. Vielleicht ein Geht schon wieder zu gut, hä? Links, gerne. Glaubst du, unsere Typen lassen sich in ein Kulturzentrum integrieren? Wenn die erstmal ein Theater haben, eine Bibliothek, Ausstellungen. Der Sindermann ist doch wirklich wahnsinnig naiv. Nehmen wir mal an, das Zentrum würde tatsächlich gebaut werden. Dann können wir einpacken. Und nicht nur wir, die ganze Straße ist doch davon betroffen. Die ganzen Häuser müssen abgerissen werden auf unserer Seite, bis vorne zur Ecke. Das ist eben Sanierung. Aber das war ja von vornherein geplant. Glaubst du, dass einer von den Anwohnern weiß, was da auf ihn zukommt? Die haben doch alle keine Ahnung. Noch ist ja nichts entschieden. Deinen Optimismus möchte ich wirklich mal haben. Ach, das lassen sich die Leute doch nicht gefallen. Die sind doch nicht mehr so blöd. Meinst du, kannst mit denen noch machen, was du willst? Ich schwöre dir, dass die Sache läuft. Wer wohnt denn in der Gegend? Alte Leute, Gastarbeiter, ein paar Studenten vielleicht noch. Glaubst du, das ist irgendeine Schwierigkeit, die aus ihren Wohnungen rauszukriegen? Und mit unserem Treff fangen sie an. Den reißen sie als allererstes ab, das schwöre ich dir. Du kannst einem ja richtig Mut machen. Wegen dem Bau eines Kulturzentrums lässt sich ja wirklich nichts sagen. Nur eine Bürgerinitiative lässt sich dagegen nicht aufstellen. Das werden wir erstmal sehen. Du willst, ich fahre noch in die Einkehr, fährst du mit? Du, ich bin mit der Sissi verabredet. Na ja. Okay, dann steige ich an der Bushaltestelle aus und du fährst hier mit dem Wagen weiter, okay? Bulli? Da hast du die Scheibe gedrückt. Bulli! Ach, du nervst mich. Bulli, gehen wir bald? Ja, ja, sind nur noch ein paar Bälle. Erich, machst du mir eine Cola? Okay. Gewinnst du wenigstens was? Das Scheißding ist wieder so blöd eingestellt, dass er nichts ausspuckt. Warum spielst du denn? Macht ihr noch was anderes? Geht er noch woanders hin? Ich weiß nicht. Ich bin auf alle Fälle geschafft. Ich habe die ganze Woche Frühschicht gehabt. Jeden Morgen um 16:30 raus, das läuft sich ganz schön. Und, kriegst du wenigstens genug Kohle? Ich scheiß nicht, ob wir so genug Kohle. Jeden Augenblick verreckt ihr eine Maschine. Und die Reparaturzeiten, die ziehen sie dir dann vom Lohn ab. Der ganze Akku ist raus. Das will ich mir nicht gefallen lassen. Danke. Komiker. Was willst du machen? Ich warte doch schon 1000 andere auf meinen Job. Du bist wieder ganz schön drauf, halt. Wahrscheinlich, halt geht's Abend zusammen. Hey, Kali, schluck nicht so viel. Bist doch nur wieder krach mit deinem Alten, wenn du besoffen nach Hause kommst. Du kommst zu spät, Junge, den Krach habe ich schon. Wieder wegen des Ladens? Na klar, entweder ich arbeite mit dem Laden oder er schmeißt mich raus. Mhm. Kannst du dir vorstellen, ich in einem Lebensmittelladen, alte Omas bedienen und alte Knackers die Tür aufhalten? Nee, sei mir böse. Das ist nichts für mich. Hätte nicht so einen Scheiß, komm mal auf den Teppich. Andere wären froh, wenn sie so eine Möglichkeit hätten. Also überleg dir das mal. Grüß dich, Martin. Na, wie war's bei Onkel Kindermann? Frag mich nicht. Große Scheiße, da komm ich gerade her. Was bist du da jetzt? 5,17 in der Stunde. Neulich habe ich mit dem Typen zusammengearbeitet, den habe ich sogar noch angelernt. Wie meinst du das? Weißt du, was der bekommt? 6,78 Für die gleiche Arbeit. Na, aber das ist ja auch ein Mann. Mensch, habe ich mich geärgert. Ui, jetzt ist zum ersten Mal was gekommen. Stark. Sag mal, Hanno, wie ist denn das jetzt? Wird der Treff wieder bis 10 Uhr aufgemacht? Nee, leider nicht. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Das ist doch klasse. Sind wir ja wieder genauso weit wie am Anfang. Komm, wir gehen nicht mit Tat machen. Jetzt kommt wieder nichts. Hey, Bulli, was machst du?
machen wir noch? Was willst du noch machen? Ja, was machen wir noch? Hä? Hey, Martin, was machen wir denn noch? Ich hab noch was vor. Was machst du noch? Geht dich doch ein Scheißdreck an, oder? Okay, ich schreibe halt noch was auf. Ach, du? Oh, du bist doch so besoffen, ey. Du kannst nicht mal mehr deinen Wagen lenken. Du, hallo, spinnst der du? Kann doch gar nicht mehr fahren. Weißt du nicht mal mehr, was Steuer ist, ey? Charlie, fahr nicht so jetzt wirklich nicht mehr drin. Komm, was heißt denn? Komm, halt mal her! Survey Song Number 11, Mel Tillis sings What Did I Promise Her Last Night? I got a real important job and a large office building. Ach du Scheiße. Ach, halt die Schnauze, du Hirsch! Komm, mit dem alten Kahn, komm, bringst du nichts. Jetzt pass auf, jetzt wär's der Kletschung, du Hirsch. Ja. Hier wird's ausgeschmiert. ZS 15er Zentrale. Habt ihr was über einen blauen BMW 2.5 oder 2.8? Zentrale an ZS 15. Blauer BMW 2.8. Du hast recht, bei dem stimmt wirklich was nicht. Moment mal. MCM 1168 wurde gegen 18 Uhr in der Parkstraße gestohlen. Verstanden, Ende. Los, den schnappen wir uns. Aussteigen, Hände aufs Dach. Na los, raus aus dem Wagen. Hört's bald? Na komm schon, Junge. Steig endlich aus. Vorsicht, der schießt. Mensch, raus. Du hast doch gesehen. Der hat in die Tasche gegriffen. Der wollte auf mich schießen. Ja, ich hole nur das. ZS 15 an Zentral. ZS 15 kommen. Wir haben einen blauen BMW gestellt. Schick sofort den Notarzt wegen Schussverletzung. Tucherstraße gegenüber Volkswagen. Mach schnell. Verstanden. Schick den Notarzt. Ist das Ihr Sohn, Karl Landsberger? Ja. Thank you.
scheiß Spiel, ne? Ist da eigentlich egal, wie du drauf gehst. Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Lasset uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid. Sie haben ihn einfach abgeschossen. Karl. Ich begreife das nicht. Danke. Wissen Sie, Karl liebt unser einziger Sohn. Er hat manche krummen Sachen gemacht mit seinen Kumpanen. Er ist von der Schule geflogen. Hat nicht gearbeitet. Im letzten Jahr haben sie ihm den Führerschein abgenommen wegen Trunkenheit am Steuer. Wir haben, weiß Gott, genug Aufregungen mit ihm gehabt. Aber in 4 Wochen wäre er 21 geworden. 21. Und er war kein schlechter Kerl. Wissen Sie, was ich am liebsten machen würde? Mein Geschäft aufgeben. Den Laden einfach dicht machen und meine Sachen packen und weggehen. Weit weg. Das macht unseren Karl ja auch nicht wieder lebendig. Ich weiß. Aber wenn ich hier bleibe, passiert vielleicht noch ein Unglück. Denn wenn ich den erwische, der meinen Sohn auf dem Gewissen hat, den... Wahrscheinlich wird es ja zu einem Prozess kommen. Das glauben Sie. Sie sagen, es war Notwehr. Putativ Notwehr. So nennen Sie das. Wissen Sie, was das heißt? Ich glaube, ja. Ich kann es Ihnen vorlesen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das trage ich jetzt immer schwarz auf weiß bei mir. Putativnotwehr liegt vor, wenn der Handelnde die tatsächlichen Voraussetzungen der Notwehr irrtümlich für gegeben hält. Beruht der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit, so bleibt der Täter straffrei. Das heißt? Es wird keinen Prozess geben. Der Staatsanwalt wird das Verfahren einstellen. So sieht's aus. Der Polizist hat ausgesagt, der Karli hätte in seine Jacke gegriffen und er hätte gedacht, der Karli wollte auf ihn schießen. Aber der Karli hat ja gar keine Waffe gehabt. Eine Zigarettenschachtel hat er in der Tasche, sonst nichts. Der Karli hat noch nie eine Waffe gehabt. Ich habe immer gedacht, wir leben in einem Staat, in dem Recht und Ordnung herrschen. Aber das kann mir keiner mehr erzählen. Das ist vorbei. Ich war noch nie so hilflos wie eben. Ich sehe auch so. Ich höre auf, ich bin vollkommen fertig.
Warum sagst du denn nichts? Was soll ich denn sagen? Unsere Leute können auch nicht aufhören. Sich einen anderen Job suchen oder eine andere Umgebung. Ich habe die Illusion gehabt, wir können wirklich was verändern. Aber das ist nicht drin. So schlimm ist es doch gar nicht. Merkst du eigentlich nicht, was um uns herum vorgeht? Katrin, du bist im Moment etwas überreizt. Ja, und du bist blind, Hanno. Nimm doch nur unsere Arbeit, den Treff. Seit über einem Jahr versuchen wir Resozialisierung, Lebenshilfe. Was können wir denn wirklich für unsere Devils tun? Na, verdammt viel. Wo sollen sie denn anders hin? Niemand will die. Niemand. Und? Was ändern wir denn wirklich für sie? Die bleiben doch weiter arbeitslos, ohne Chance, ohne jede Aussicht, jemals aus ihrer beschissenen Lage rauszukommen. Wir sind doch nur ein Alibi. Ein Alibi für eine Gesellschaft, die sich den Teufel drum schert, ob einer mehr oder weniger unter die Räder kommt. Was schlägst du vor? Und jetzt noch diese Geschichte mit dem Kali. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben, Katrin. Warum nicht? Weil dann alles umsonst war, weil dann... Wir dürfen jetzt nicht resignieren. Auf uns kommt's doch überhaupt nicht mehr an. Der Jugendtreff wird sowieso über kurz oder lang geschlossen. Die Sanierung kommt und dann setzen sie uns dieses Kulturzentrum in die Landschaft. Kannst du dir den Bulli in einem Kulturzentrum vorstellen? Ja, sicher. Warum denn nicht? Und außerdem, neben dem Zentrum ist ein Jugendtreff fest geplant. Du hast doch selber die Pläne gesehen. Es gibt Zusagen von der Stadt, von der Gemeinde, vom Jugendamt, von Pfarrer Sindermann. Zusagen? Ja, ist doch immerhin was. Was wir tun müssen, ist uns jetzt um Einfluss bemühen auf die Planung. Du bist ein Optimist. Was sollen wir denn anders machen? Sicher, wir sind an vielen Dingen gescheitert. Aber wir haben doch wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen keine Kompromisse und haben dabei ein ruhiges Gewissen. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann setzen wir uns schön ab. Oder aber wir machen Kompromisse, ab und zu vielleicht sogar mal einen faulen. Und haben sicher die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen dabei. Aber wir sind solidarisch mit den Devils und mit den anderen im Treff. Das halte ich für wichtig. Ich bin unheimlich müde. Ich gehe schlafen. You ain't nothing but a hamburger. Ach, scheiß Sanierungsgebiete. Du, am besten stecken wir alles in Brand. Dann sparen sie nicht das Abreißen, oder? So ein Scheiß. Dann wanderst du nur in den Knast. Was interessiert mich denn dieser Jugendtreff da? Sollen sie doch alles dicht machen. Aber es ist doch unser Treff. Unser Treff? Kapiert doch eigentlich, es geht nicht um den Treff, es geht um uns. Eben. Damit widersprichst du dir ja. Überhaupt nicht. Ob sie den Treff jetzt schließen oder nicht, das ist mir scheißegal. Aber wenn die einen von uns abknallen, das ist mir nicht egal, weil ich nicht der Nächste sein will. Wenn ich jetzt überlege, um dich wäre es auch nicht schade. Sag mal, hast du den Arsch offen? Dann steht da wohl fest. Seit es den Treff gibt, gibt's Trouble. Am Anfang haben wir darum gekämpft, dass wir überhaupt rein durften. Als wir dann drin waren, haben sie alles getan, um uns wieder rauszukriegen. Wir haben da sogar die Bullen aufmarschieren lassen. Na gut, die sind auch wieder abgezogen. Das ist so eine Sache vom Pfarrer Sindermann. Der hat die Bullen auch wieder weggeschickt. Na, das sage ich doch, weil er gemerkt hat, dass wir im Recht sind. Außerdem wäre das für seine Kirche ganz schön beschissen gewesen, wenn die Bullen uns aus dem Treff gezerrt hätten. Kann man jetzt eine Rede halten, oder was? Ich halt's Maul. Was ist denn seit damals passiert? Wir haben umgeschwenkt. Weiche Welle. Lief ja ganz gut. Aber die haben nicht aufgegeben. Die haben uns erst mal machen lassen. Und jetzt probieren sie es auf die Seite durch. Zuerst wird das Geld knapp. Dann soll der Treff ab 20 Uhr geschlossen werden. Und jetzt heißt es, das Haus soll abgerissen werden. Aber anschließend gibt es ja ein schönes neues Kulturzentrum. Aber das läuft dann ohne uns. Und damit haben sie ihr Ziel erreicht. Ohne Trouble, ohne Gewalt, ohne Aufsehen. Einfach so, ganz leise. Und wir stehen wieder da und gucken in die Röhre. Na und? Ja, na und? Sag mal, reicht euch das nicht? Merkt ihr denn nicht, dass sie uns hier den Stuhl unterm Arsch wegziehen wollen? Das hängt doch alles irgendwie zusammen. Dass keiner von uns eine richtige Arbeit findet. Keine Wohnung. Und dass dauernd die Bullen hinter uns her sind. Seid ihr arm dran? Jeder ist hinter euch her, jeder tut euch Unrecht. Pass mal auf, meinst du, ich würde mit dir Geschäfte machen, wenn ich nicht müsste? Hau bloß ab, du Wichser! Mensch, Marty, fang da jetzt keinen Streit an. Mann, an dem mach ich mir doch gar nicht die Finger dreckig. Das ist meine Kneipe. Ach, meine Kneipe, hau ab. Du passt so auf, sonst schmeiß ich euch auch noch alle raus. Verpiss dich! Was willst du jetzt machen? Was schlägst du vor? Also pass auf. Wenn saniert werden soll, also wenn sie irgendwelche Häuser abreißen wollen, dann müssen die Pläne öffentlich ausgelegt werden.
Das ist Gesetz, hat der Hanno mir erzählt. Ich werde also vorschlagen, wir gehen alle gemeinsam zu diesem Hausbauamt und gucken uns die Pläne mal an. Und das müssen wir dann irgendwie publik machen. Also, die Leute, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Mensch, publik machen, wie willst du denn sowas machen? Das wirst du schon sehen. Dass das abgerissen wird? Ja. Hoffen wir es mal. Komm. Guten Tag, Herr Kottwitz. Ja, grüß Gott, Frau Lehmann. Das sieht ja schrecklich aus. Ja, seitdem die Rocker hier sind. Jetzt müssen Sie das alles wieder sauber machen. Ja, sicher. Logisch. Muss ja sauber sein, das Haus. Schweinebande. Ihr Haus wird abgerissen. Weitere Informationen folgen. Das kann doch gar nicht sein. Steht doch hier. Ich begreife das nicht. Was können wir denn noch tun? Pero usted verá, yo no puedo estar aquí pendiente de esto, una cosa así tan tan grande. Festanis, yo ich möchte wissen was ist das? Das abgerissen, was? Yo no sé qué hacer, ¿no? Mensch, jetzt hört doch mal auf zu flippern, verdammt. Mensch, so kommen wir doch auch nicht rein oder was? Oh Mann, ey. Hat doch sowieso keinen Sinn. Manche Leute kapieren das, die kapieren das sowieso nicht. Dann müssen wir die Leute eben persönlich ansprechen. So, willst du zu jedem Einzelnen hingehen, oder wie? Ja, genau das. Aber das ist doch unrealistisch, Mati. Ach du Arsch. Mal mach das du mal halblang. Der Mati hat vollkommen recht. Lass es uns doch erstmal probieren. Wenn wir nichts unternehmen, verlieren auch wir unseren Treff. Ja, und wie soll das gehen, bitteschön? Also ihr übernimmt die Hausnummern 27 bis 29. Na gut, also pass auf, Mati. Dann gehen wir in die Läden und die Luciana kommt mit uns. Und was sollen wir den Leuten sagen? Erzählt den Leuten, was mit dieser Gegend wirklich passieren soll. Genau das. Ihr geht in die Läden und erklärt den Leuten, was hier passieren soll. Nämlich, es soll saniert werden, das heißt, die Häuser werden abgerissen, damit verlieren sie auch ihre Läden. Und von dem Kulturzentrum, da können sie auch nicht leben. Na und wir übernehmen die andere Straßenseite. Kommt mit. Okay. Wir das einfach mal. Was soll denn das hier? Joe, alles klar, ja? Rüber, ne? Augi? Rüber. Alle da, komm! Ah! Nadi! Nadi! Junge, hier! Hey, Meister, warte mal! Ich bin ja mal gespannt, was daraus wird. Hm. Ja, hast du noch nichts davon gehört? Ja, wir haben schon mal erfahren am Stadtbauamt. Wir waren da und haben uns die Pläne angeguckt. Und hier soll alles abgerissen werden. Genau, ein Kulturzentrum bauen sie hin, verstehst du? Das heißt, dass deine Werkstatt bzw. deine Metzgerei hier, die kannst du auch dicht machen. Wenn es so weit ist, dann werden wir das schon geschrieben. Und vorher schieben wir erst mal überhaupt. Du, deswegen kommen wir doch her, weil wir persönlich mit dir darüber reden wollen. Ja, wenn es soweit ist, dann ist es früher genug. Hör doch auf, meinst du im Kulturzentrum kriegst du eine Metzgerei in den Keller oder so? Ist doch scheiße, hab ich dir doch gesagt, bringt doch nichts. Quatsch, dann gehen wir halt zum nächsten, komm. Und das heißt, die Häuser, die ein rotes Kreuz hatten, die werden alle abgerissen. Und da ist ihres auch dabei. Und ihr ganzer Laden, das wird alles abgerissen. Und stattdessen kommt ein Kulturzentrum hier hin. Sie sind 30 Jahre hier wahrscheinlich. Und ich glaube, sie müssten sich schon dafür einsetzen.
Guten Tag. Wissen Sie schon, dass das Haus hier abgerissen wird? Warten Sie. Aber ich glaube, dass Sie da also mit den Leuten in der Straße nichts machen können. Wieso denn? Ich meine, es gibt doch Bürgerinitiativen, die gab es doch schon immer. Warum sollen wir denn keine machen? Ja, freilich, aber eben mit Rockern. Wer macht hier gerne... Nur weil ihr mit uns nichts zu tun haben wollt. Genau. Das ist doch Blödsinn. Sie wissen, dass dieses Gebiet hier abgerissen werden soll. Und dass Ihre Wohnung, dass Sie wohnen ja auch da drin. Weißt du nicht? Und dass Ihre Wohnung in diesem Gebiet ist. Und da wird ein Kulturzentrum errichtet. Und auf die Art und Weise werden... Das ist ganz klar. Ich finde, wenn keiner unsere Interessen vertritt, müssen wir es halt selbst tun. Ich habe hier ein Informationsblatt, das können Sie sich gerne mal ansehen. Es interessiert mich nicht. Ja, schauen Sie doch mal hier, Ihr Haus wird abgerissen. Also, wir, hier unser Jugendtreff, den wir hier alleine aufgebaut haben, das soll auch abgerissen werden. Und vielleicht sollte man sich da mal zusammentun. So eine Bürgerinitiative oder sowas. Haben Sie da nicht mal drüber nachgedacht? Nein. Keine Gedanken gemacht? Nein. Ja, was würden Sie denn sagen, wenn Ihr Haus abgerissen hätte? Sicherlich haben Sie die Flugblätter gelesen und ich weiß nicht, ob Sie informiert sind, dass hier tatsächlich alles abgerissen werden soll. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir eben die Nachbarn informieren. Ja, da muss man mal tun. Informieren, ne? Ich meine, die neuen Häuser, die sind bestimmt, die Wohnungen sind teurer als hier, ne? Und kann sich ja keiner leisten. Da müsste man wirklich mal was gegen machen. Ne? Glauben Sie, dass wir da Erfolg haben? Die machen ja doch mit uns, was sie wollen. Nee, wenn wir genügend sind, ne? Wenn genügend Nachbarn kommen. Ich meine, Sie verlieren die Wohnung, wir verlieren unseren Treffen, ist auch ganz schön bescheuert, ne? Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ja, sehen Sie doch, ein neues Schloss einsetzen. Was machen Sie? Ein neues Schloss einsetzen. Wieso? Ja, und wer hat Ihnen den Auftrag dazu gegeben? Mein Chef, wer sonst? Wieso, gehören Sie hierher? Na ja, das kann man sagen. Was soll denn das bedeuten? Komm. Ja, wohin denn? Zum Pfarrer Sindermann, der soll uns mal erklären, was das bedeuten soll. Herr Hebsattel, das richtet sich doch nicht gegen Sie. Gegen wen denn sonst? Der Beirat wollte nur einer eventuellen Hausbesetzung durch die Jugendlichen zuvorkommen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Sie lassen in aller Heimlichkeit das Schloss auswechseln. Der Treff ist geschlossen. Was soll denn das? Ist doch klar. Herr Hebsattel, können wir uns nicht in aller Ruhe über das Problem unterhalten, bitte? Nachdem Sie uns vor vollendete Tatsachen gestellt haben, das ist aber ein schlechter Witz. Ich verstehe ja, dass Sie aufgeregt sind, aber bitte versuchen Sie auch mich zu verstehen. Was die Devils jetzt gemacht haben, hat die Anwohner einfach verwirrt und sehr viel böses Blut gemacht. Man kann die Menschen doch nicht mit der Mitteilung schrecken, ihre Häuser würden abgerissen. Ja, wenn es aber wahr ist? Aber nein! Es steht doch noch nicht einmal fest, welche Häuser dafür überhaupt in Frage kommen. Ich habe die Pläne doch selber gesehen, jetzt hören Sie aber auf! Vorläufige Pläne, Herr Hebsattel, nichts Endgültiges. Es ist doch überhaupt noch nichts entschieden. Das ganze Projekt befindet sich noch in der Vorplanung. Außerdem gibt es da auch noch einige Probleme, auch politischer Natur. Aber Sie wissen ja, wie die Mehrheitsverhältnisse in unserem Stadtrat sind. Naja, Sie reden und reden, immer um den heißen Brei rum. Jetzt werden Sie doch endlich mal konkret. Bitte. Der Beirat hat befürchtet, dass eine Hausbesetzung unmittelbar bevorstand. Und dem wollten wir eben zuvorkommen. Indem Sie den Laden schließen? Nein! Aber wie lange sollen wir uns denn noch mit dem Jugendtreff beschäftigen? Ah. Ja, ich habe schon genug Arbeit damit. Und jetzt werde ich auch noch zum Prellbock gemacht zwischen dem Beirat und den Jugendlichen. Irgendwann muss doch mal eine Entscheidung getroffen werden. Ja, aber warum werden wir nicht an diesen Entscheidungen beteiligt? Laut Satzung haben Sie kein Mitspracherecht im Beirat. Sie können nur angehört werden. Und warum werden wir nicht angehört? Es gab Befürchtungen, dass Sie beide vielleicht die Jugendlichen vor einer Schließung des Treffs warnen könnten. Und na, wir haben einfach Angst gehabt, dass es wieder zu einer Hausbesetzung kommen könnte, wie vor einem Jahr. So ist das also. Das reicht. Komm, wir gehen. Wir haben verloren. Auf der ganzen Linie. Das würde ich nicht sagen. Wir haben endlich klare Front. So, und was haben wir dabei gewonnen? Du, vielleicht eine realistischere Einschätzung unserer Arbeit. Der Möglichkeiten, die wir haben, um wirklich was zu verändern. Und diese gleich null. Mensch, Hanno, wenn ich dich so reden höre, ich könnte heulen. Die Devils brauchen uns doch. Ja, sicher. Brauchen wir sie nicht?
Ich bin alles so beschissen, ich könnte alles in Klump schlagen. Und dann? Dann haben sie uns da, wo sie uns haben wollen. Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Irgendwie wird es schon weitergehen. Sicher. Mal sehen, was heute Abend die Bürgerversammlung bringt. Glaubst du, dass die Davis kommen? Ich glaube schon. Tag, Herr Schönborn. Tag, Frau Schönborn. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Nehmen Sie Platz, hier ist frei. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserer ersten Bürgerversammlung begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam die ernste Gefahr, die uns allen droht, werden abwenden können. Jeder Mann hier im Saal weiß, warum wir heute Abend zusammengekommen sind. Es geht um die Sanierung. Das heißt, unsere Häuser sollen abgerissen werden, um einem Kulturzentrum Platz zu machen. Welter Affenscheiß, jetzt haben wir gar nichts mehr. Treff haben sie auch dicht gemacht. Danke. Aber dieser ganze Quatsch da mit den Nachbarn hat auch nichts gebracht. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Der Zug ist abgefahren, das läuft ohne uns. Wir können ihn wieder beim Erich hocken und uns volllaufen lassen. Prost. Also immerhin haben wir erreicht, dass die Leute wach geworden sind. Davon haben wir nur nichts. Der Treff bleibt geschlossen. Jetzt gerade. Wir haben doch alle eine Stinkwut auf uns. Naja, na und? Lass sie doch. Auf alle Fälle können sie jetzt nicht mehr so einfach die Häuser abreißen. Schon sehen, wie die das können. Genau mit dem Treff, da fangen sie nämlich an. Genau. Ihr könnt nichts als motzen. Bitte nicht so ein Scheiß. Wir haben doch die ganze Sache angekurbelt. Jetzt kriegen wir einen Tritt. Oder bist du vielleicht zu dieser Bürgerversammlung da heute Abend eingeladen? Da muss man nicht eingeladen werden. Da kann jeder hingehen. So, wieso sitzt du da noch hier? Also ich finde die Idee ganz gut. Warum fahren wir da nicht einfach hin? Das kann ich dir sagen. Die warten gerade auf uns. Das meistens in den Bräustuben haben wir Lokalverbot, da kommen wir gar nicht rein. Das ist doch Quatsch. Du kannst zu jeder öffentlichen Versammlung gehen. Und zweitens, glaubst du, einer von denen trauert um den Treff, dass der dicht ist? Wir sind doch alle heilfroh, dass wir weg sind. Mensch, deren Häuser werden auch dicht gemacht, und zwar bald. Das ist doch ganz was anderes. Da trifft es sich selbst. Da steigen die schon auf die Barrikaden. Aber durch uns haben die doch erstmal gemerkt, was denen blüht. Na und? Trotzdem machen die auch alleine weiter. Wir sind die bösen Rocker, oder? Ich nur daran denke, wie wir die Flugblätter ausgeteilt haben. Wie dumm die uns angequatscht haben. Ich schlage trotzdem vor, dass wir zu der Versammlung gehen. Unser Treff soll abgerissen werden und deren Häuser sollen abgerissen werden. Ja, ja, ja. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle in der gleichen Scheiße nämlich. Guck mal zu Bulli. Das ist die einzige Chance, wenn wir was erreichen wollen. Klar? Das können wir schon gegen die Stadt tun. Aber natürlich kann man was gegen die Stadt. Wir sind verpflichtet, uns anzuhören. Wir müssen nur gemeinsam handeln. Guten Abend. Nun ist ja so still hier. Ich denke, hier ist eine Bürgerversammlung. Wo ist die Versammlung hier? Vielleicht muss man hier kuschen. Das ist sehr seltsam. Wer hat denn die eingeladen? Ja, was wollen die denn hier? Die wohnen ja gar nicht hier. Ja, doch, ich wohne doch da vorne. Wir haben doch unseren Treff hier, oder? Wenn wir nichts unternommen hätten, dann würdet ihr doch heute noch pennen. Wir brauchen das nicht. Moment mal, wer ist denn zum Stadtbauamt hingegangen? Ja, das waren doch die haben was gelernt. Wer hat denn die ganze Aktion hier angeleitet? Euer Jugendtreff ist doch bloß Freizeit. Aber wir leben hier. Ihr habt uns lange genug gestört. Jeden Abend das Theater mit den Motorrädern. Genau. Krach machen sie schon. Aber unsere Häuser reißen sie nicht ab. Die Stadt lässt uns nachts ruhig schlafen. Aber sie reißen unsere Häuser ab. Ja, das meine ich auch.
Wir haben ja überhaupt erst durch die Rocker erfahren, dass unsere Häuser abgerissen werden sollen. Es hat sich ja sonst keiner drum gekümmert. Also ich bin dafür, die wollen uns helfen. Also was ist? Gibt's noch Stühle? Ich trau denen nicht. Das ist hier eine geschlossene Veranstaltung. Na und, da muss das eben eine offene Veranstaltung werden. Also Stühle. Sehr bitten, ich muss doch. Ich bitte Sie, den Raum wieder zu verlassen. Sie sind hier nicht eingeladen. Moment doch mal bitte. Wer ist denn zum Stadtbauamt hingegangen? Das waren doch wohl wir, oder nicht? Ich finde das doch ganz richtig, was die sagen, die sich hier zu Wort gemeldet haben. Die sind doch da genauso betroffen wie Sie selber. Das geht doch nicht. Das müssen Sie doch einsehen. Was haben wir denn mit Ihnen zu schaffen? Wir sind hierher gekommen, weil wir mit Ihnen reden wollten. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns hier anfühlen.